Kampagne, jetzt muss ich aber selber gucken. Shadowfall. Shadowfall. When a simple man agrees to a simple transport job, his life becomes anything but simple. Shadowfall Version 2.0. 2.0 is a remake of the campaign that follows Pyotr Tsarev as he falls into a civil war and is driven to a brink of madness. Ich hoffe mal, dass ich alles habe. Something are best left forgotten. Manche Dinge muss man einfach vergessen. Ja. Gerade wenn man Autos so parkt, dann sollte man das besser vergessen. Von Ed Skoda. The following campaign is rated M for mature and contains extreme violent adult language, smoking, drinking, strippers, radiation, torture, super actual experiments. Das wusste doch, dass es Spaß wird. Okidoki. Als nächstes kommt 20th Century Fox. It's Coder Production. Shadowfall is based on events leading to Harvest Red von Arma 2. Harvest Red kenne ich nicht. 1991, Generals gain independence from the Soviet Union. Generals had a Western-friendly government with two population groups, Russian, mostly in the north, and Native Generalsian. The nationalist NAPA military, led by Pritsak, hated the Russian population. Das klingt interessant. The Generals Red Star Movement Party wanted to return Generals to a communist-based Soviet-style state. The Chetaki were led by Akula Lobotev and Mykola Bartak. Terrorists attacked from both NAPA and Chetaki rocket Generals through 2008. It's only a matter of time before all-out war erupts. Будь осторожен, Питер. Gleichfalls. Ed Skoda, Presence. Gates of Armageddon, Part 1. Shadowfall.
Что произошло? Я замерзаю. Эй, warte! Kauf eine Karte, optional. Get Matic. Search the truck for any items. Na, das habe ich auch vor. The truck fire warms you. Warming up needs time. Ach du Scheiße, was ist das denn? Halt! Avroshi Koshyuk, Pyotr Tsarov, kto on? Need a wallet. Who is she? Ja, toll, eine Knarre und ein paar Magazine. Bleib mal bei dem Truck. Lass mal orientieren und gucken, was ich habe. Ich habe weder eine Karte noch ein GPS, das ist natürlich krass. Hier hinten ist ein Staudamm. Und ich bin verletzt. Da hinten ist irgendwas. Jetzt war ich erschrocken. Scheiße. Okay, gut, gut, gut. Hier oben ist irgendeine Hütte. Lass mal gucken, was das ist, was hier drüben qualmt. Da sitzt jemand. Speichert. Das sieht nicht unfreundlich aus. Wow, man, you should see doctor. Ja, was du nicht sagst. Know where I can find one. There, just head south to Elektrosavatsk. Did you see what happened? Dad, a green truck ran you off the road. Couple of militia guys. Interiorsna, spasibo. Südlich von Elektrovadovsk. Machen wir das Feuer an. Das bringt mir nicht viel Süd. Doch, ich hab einen Kompass. Ob das was bringt, hier hinter zu laufen? Da ist eine Hütte. Da oben ist die Straße. Ich hoffe, das ist richtig. Südlich von Elektrovadovsk. Ich weiß ja gar nicht, wo ich bin.
Buy a map, sagt er, optional. Naja. Peter, ist klar. Wie spät ist das jetzt? Scheiße, kurz nach 5. Dann wird es ja noch dunkel, oder soll das früh sein? Ich weiß nicht, was das hier ist. Es kann nicht früh sein, weil es schneit. Da wäre es dunkel um 5. Ich hoffe, das ist nicht falsch. Steht zumindest im Fahrzeug. So falsch kann es nicht sein. Ein Feuer brennt. Komm schon, du schaffst das. Scheint ziemlich kalt zu sein. Komm schon, da ist eine Feuerstelle, du verfrierst ja jetzt nicht. Komm schon, Mann. Du schaffst das. Alter Schwede. Okay, ich sehe es. Haut langsam auf. Lass nicht zu nah ran. Yours too. Es tut mir ja auch leid. Hoffentlich kriegt er die Karre auf. Picklock. Gemacht. Na los, steig ein. Oh, erste Hilfe gegessen. Los, raus, aussteigen. Only doctor can heal my leg. Ja, das ist klar. Motor, Tank ist halb voll.
Keine Ahnung, wo ich hin war, erstmal hier weg. Er hat gesagt, südlich von Elektrovadosk. Optional eine Karte kaufen, aber ohne Geld kann ich keine Karte kaufen. Und ich kenne die Generous Karte zu schlecht, um mir zu sagen, wo Elektrovadosk ist. Ich weiß nur, dass es eine ziemlich große Stadt irgendwo am Wasser ist, glaube ich. Hier steht's, Elektrovadosk. Was das ist es? 17:10 Uhr. Ja, ich weiß, wie spät es ist, danke. Ach, das ist es schon. Südlich davon hat er gesagt, oder im Süden der Stadt gibt es einen Arzt. Das ist doch schon mal was. Hier ist eine Tankstelle. Na gut, was soll ich in einer Tankstelle? Ohne. Kann ich das Auto so voll tanken oder muss ich was bezahlen? Kann ich gegen die Zapfsäule fahren? Da gibt's Ärger. Ja, es geht. Da muss ich nichts bezahlen. Steck mal die Knarre in den Rucksack. Sehen, ob der mir was sagen kann. Ich wäre ja nicht gesucht oder sowas, oder? Evening. Do you have any maps of the area? Maps? Sure, I got maps. Cigars, vodka. How do you like that? Maybe some ladies? I can eat whatever you alles. Like. Tempting, but I just need map and some cigarettes. Well, here you go. Take it easy out there. Спасибо. Ja, спасибо. Die Ladies hätte ich auch gern. Alles klar, ich brauchte nicht mal was bezahlen, das ist super, da kann ich jetzt hier wieder rausgehen, wenn ich schaffe, die Tür zu öffnen. Was ist denn jetzt? Keine Ahnung, was hier ist. Stoßes Walker. What a dump. Komm schon, Alter, überlebt das. Und das erstmal notdürftig so abbinden, dass er nicht dran stirbt. Only doctor can heal my leg. Okay, ich hab's mitbekommen, Dimitri. Das steigt mal schnell hier ein. Sehen, was die Karte sagt. Die Karte sagt. Nichts. Das ist Elektrovadosk. Der Typ hat irgendwas von Süden geredet. Get medical attention. Zugeteilt. You need find a hospital. Try talking to people. In ein Krankenhaus, das muss doch markiert sein. Hier ist es. Hier hinten. Ich bin hier vorne irgendwo an der Tankstelle. Ich bin hier reingekommen, hier bin ich. Immer weiter nach Osten fahren. Gib Gas, das ist direkt an der Straße. Musst du vom Krankenhaus sehen. Einfach Gas geben. Gott, was war das denn? Weiß ich nicht. Was sind denn hier für Lampen? Keine Ahnung. Wir haben unsere Freunde umgefahren. You are no longer in the wilderness, was du nicht sagst. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ich kann doch nicht hier sein. Ich bin nach Süden gefahren. Ach ja, da bin ich hier. Hier bin ich abgebogen. Nee. Gott, wo kann ich jetzt sein? Jetzt bin ich auf jeden Fall auf der großen Straße und fahre Richtung südlicher Richtung. Da drüben steht noch ein Rettungswagen. Ja, hier ist das Krankenhaus, ich hab's gewonnen. Ja, da egal, ob ich hier parken darf oder nicht, sehe ich nicht mehr, Alter. Termin habe ich zwar nicht gemacht, aber ich hoffe mal, dass sie nicht so pingelig sind. Hey, lass mich rein.
Na, Türen öffnen. Achso, hier ist die Tür. Ich komme nicht zum Krankenhaus rein. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass ich wirklich krank bin. Ich hatte gerade das Ding Türen öffnen. Ich habe ja die ganze Zeit das Selbstbehandlungsmüll drin. Hier ist Türen öffnen. Ganz ruhig. Wo ist das hin? Na, endlich. Krieg ich die Tür noch vor den Schädel. Oh, Junge. Могу я помочь вам, сэр? Я... My leg is injured. Заполните эту форму. Was ein Formular ausfüllen, das klar. Пройдите в дверь позади меня, поверните налево, поднимитесь по лестнице и поверните налево. Okay, mach ich, danke. Hier die Tür, natürlich. Oh Gott, wenn ich mich zurechtfinden soll, dann ist es ein Grauen. Was hat er gesagt? Nach links, dann die Treppe hoch und wieder links. Ah, schönen guten Tag. Doktor. Doctor, I have leg injury. Can you help? Hat er eine Zigarette im Mund? Lucky for you. I'm not very busy today. Bobby's lawyer, Van. Excuse me? Lucky because now you have something to do. Oh yes. Now please have a seat here. Der Typ hat eine Zigarette im Mund, das hab ich gar nicht gesehen. Der ist cool. So musst du reinmarschieren. Tell me. What happened to you? I don't remember. Maybe a car accident. Probably short-term memory loss. I have a simple solution for you. There's a pub across the corner from here. You may want to try relaxing with a beer. Could help your memory. Ja, sehr lieb. Sounds good. Spasibo. Spasibo, Doktor. Spasibo. Jetzt kann er wieder gehen, na toll, das ist ja perfekt. Dann hat mir gleich noch eine Bar empfohlen. Die sind echt lieb hier, die Leute. Und ich brauchte nicht mal was zahlen. Spasiba, Doktor. Ich habe mir jedes Mal eine Tür vor den Schädel, das ist auch nicht gesund. Der Typ hat eine Zigarette im Mund, also jetzt echt. Das wird dann ja. Hat gesagt, eine Bar, die ist nicht weit weg von hier. Hier ist er markiert. Und ich bin jetzt, ich muss hier sein. Hier ist der Haupteingang, schätze ich, von dem Krankenhaus. Das heißt, ich müsste jetzt einfach mal umlenken und dann zurückfahren und dann ist auf der linken Seite. Über eine Kreuzung drüber, über die nächste Kreuzung. Mal sehen, ob ich das finde. Aber hier muss ich jetzt erstmal umlenken. Ja, ist sogar markiert. Ach shit, ist wie in echtem Leben. Das ist natürlich eine Baustelle. Jetzt geht er wohl nach Hause, unser Doktor. Den man nicht überfahren. Ja, kann ich doch gleich parken, wenn ich das richtig sehe. Baut heute niemand mehr. Okay. Das ist der Typ mit der Zigarette im Mund hier. Ich behalte mal die Knarre hier am Mann. Ja, hier, das ist das Burn It Light Zigarette. Der ist cool. Service Maschine.
Autoservice. Gas. Autoblinie? Keine Ahnung. Jedenfalls Autoservice. Bin ich auf jeden Fall richtig. Schätze ich. Get a beer. Typ. Hoffentlich kann er sich erinnern. Starry Subur. Umgebung. Early yesterday evening. Glad you decided to help us. Pavel here has loaded the truck behind you with supplies we need taken to our comrades. What kind of supplies? Let's just say, don't let the CDF look inside. It would be very bad for us. And good luck. Horosha. Starting to remember some things. Pavel loaded the truck in Stary Sobor. I was on my way here. Agye konkretna. Having a nice drink without inviting us first. Izvonichye. Yevazne uznayu. I think you do, Peter Tsarev. Come quietly with us. We need to discuss certain missing things. Oh shit. Haben sie ihn hier an der Ecke gesetzt? An hour later at the Seaside Warehouse. 21:34, 2008. Na toll. Sometimes later. Hier steht er doch wieder, ne? Ja, das ist der Kunde. Bojan Wolasko. Former CDF Colonel. Now local Jedaki Commander. Mikhailovich Tsarev. I knew you in the army. I found you to be reliable. I'm going to ask you a question about the delivery. Did you steal the cargo? Was willst du denn hier sagen? Ich hatte einen Unfall. Точно нет. Your story of amnesia, it's hard to believe. No. Tell me, Pokolnik, who else knew about the shipment? Besides Sergeant Anatoly here, only Pavel Kozlov knew about it. And I don't know what was in cargo. Maybe he was drugged, Pokolnik. That would explain some things. We know who might have the shipment. Horosha Kotani. A nationalist group called Napa. Peter, you'll need to find out where Napa is hiding supplies. I cocked the shoot, Pavel Kozlov. Why would Kozlov know anything? He is Chideki shipping clerk. What now? Go home. Call me if you need something. Remind me, where do I live?
Sag mir, wo ich wohne. Das ist gut. Das ist aber spannend, dass die denn geglaubt haben. Colonel Olasco wants you to locate the stolen cargo, but who took it? Blizzard. Peter returns to his normal life, but a storm is coming. Ustoshka, Generous. February 1999. Peter, remember to bring my truck back in one piece this time, eh? Don't worry, Dad. I can take good care of it, okay? I mean it. No horsepower with my truck. Geil. Absolut geil. Den Hubschrauber abgeschossen. Forget about the tents. We go now. Alter Schwede.
Shit, die haben es nicht überlebt. Der Hubschrauber ist direkt in ihr Haus geflogen. Peter Zarev und Polina Kasparova, 10 Jahre, vor 10 Jahren. Peter Zarev, Polina Kasparova, today. Polina Kasparova. Das ist geil in Szene gesetzt. A week he passed since your accident. Eine Woche ist vergangen, seit du den Unfall hattest. You return home to Berezinov, where you live with Polina. She's a lumberyard administrator. Lumberyard, irgendwas mit Holz. Irgendeine Verwaltungsposition im Holzverarbeitungsbetrieb, irgendwie sowas. During the day, and you work for security at night. There's still no information on the last shipment. Operations. Go to work at the lumberyard. Remove any trespassers. Do not kill any civilian unless they shoot at you. Berezino is your hometown. You will fail your mission for killing locals. Das möchte ich auch nicht. Expect snow and freezing temperatures. Fein. A radio 000 for unlimited saves. Also nicht normal speichern, sondern dreimal die 0 drücken. Okay, alles klar. Peter Zarev, mein alter Freund. Okay. Eine Woche nach dem Unfall. Полина, why you sit on couch like that? Мне нравится вид. Хорошо. What are you watching? Документальный фильм о Чернобыле. See you in the morning. Пока, Пётр. Пока-пока, Полина. Добрый вечер. Добрый вечер. Whatever. Mein lieber Nachbar und ich. Ist das geil. Leck mich am Arsch. Dobry Wetscher. 2009. Februar, 25. Hey, hey beautiful. Da will doch nicht etwa seine nette Freundin missbrauchen. Hintergehen. Hey, beautiful. Der Freund steht dahinter. Da muss ein bisschen aufpassen, nicht wahr? Habe ich die Waffe noch? Ich habe gar nichts. Be careful if you drive. Running over civilian will fail the mission. Keine Sorge. Gehört mir das Motorrad? Oder hab ich auch ein Auto? Kann ja wenigstens mal gucken. Scheint so, als könnte ich jedes. Ne, das muss ich fortschließen. Das auch. Das Auto kann ich aber verwenden. Oh Gott. Bist du noch tanken fahren?
Ah, halt! Motorcycle optional, steht da. Na okay, dann. Nimmt sie heute mal das Auto. And go to work. Vielleicht mal kurz die Strecke angucken. Der weiß ja, wo er arbeitet, aber ich weiß das nicht. Ich bin jetzt hier rumgefahren. Alles klar, ich muss dann hier rechts abbiegen. Hier ist das Sägewerk. Ja, okay, der hat recht gehabt. Und der arbeitet beim Sicherheitsdienst dort. In dem Sägewerk, also hier rechts abbiegen. Hey, hier hat schon jemand den Zivilisten getötet. Also will ich erste Hilfe leisten? Er hat einen GPS einstecken. Na gut, der braucht's eh nicht mehr. Ich wollte ihm helfen. Kannst du jetzt auch nicht ändern. Was für Dinger liegen denn hier? Das sind Laternen, oder? Die umgefahren haben. Ich denke jetzt mal, was haben denn die hier hingelegt? Das sind alles Laternen. Ja, langsam. Oh shit. Ich hab noch gar nichts getrunken. Na, das ist die Straße. Hier geht's rechts rein. Und hier geht's rein. Check in. Wo kann man denn hier parken? Wann haben die das toll in Szene gesetzt? Ich bin ja richtig erstaunt. Ohne Schütze habe ich keine. Hi, Peter. Hi. Dmitri, the weather is terrible. I know. Here's your rifle and vest. I heard rumor that you are a CDF Spetsnaz. I heard rumor as well. Ich hab das Gericht auch gehört. No comment? Well then, I also hear your girlfriend works here. Polina, administrator. Oh, Polina? Nice. I thought to ask her out, but maybe not. Probably not a good idea to ask a girlfriend of Spetsnaz. Of course, it was a joke. Stay warm out there, man. Oh yeah, danke. Gear up from the green box. Na klar, was möchte ich? If you want, das ist gut. Armor level 4. AK ist sowieso genial. Eine Taschenlampe ist sicherlich sinnvoll und ja, tut mir leid, ich brauche so viele Magazine wie möglich. Kann auch nicht dafür.
wen der Typ überhaupt ist. Voll cool. Hey, was ist denn jetzt los? Und plötzlich ist es Nacht. The patrol areas, it takes 10 seconds to complete each zone. You're not firing your weapon. Ja klar, also du wirst angegriffen, das ist völlig verständlich. Ja, ja, ich werde schon nicht schießen auf die Leute. Also mich greift jemand an, das ist klar. So eine 3 komplett. Zone 4 komplett. This is patrol. Go ahead. Over. Camera picked up suspicious activity near the southeast wall. Over. On my way. Patrol out. Hey, you can't be here. Dimitri! Yeah, Pochimo. Really wants to speak with you outside the gate. Was denn das? Keine Ahnung. Piotr? Hey, I saw you in my apartment. Kototi. Relax. Colonel Velasco said you may be interested in making extra money. Возможно. You were CDF Spetsnaz, were you not? Нам не сколько лет. Now you work for Chidaki? Not really, just one job.
Одна работа, и ты не выполнил. Are we done? I have work to do. You were set up. You won't pay back. Откуда ты это знаешь? I have resources. I can help. In return for what? We are recruiting for special operations mission. Мой катоти. Наталья Маслова, Russian Main Intelligence Directorate, the GRU. I see. Why hire me? Я не русский. Sometimes we hire mercenaries for off-record missions. If I say yes, you will tell me who set me up? I assure you, we will find out who is behind it. Natalia. You have accepted a side job with the Russians. Sheldak, Special Ops Briefing. März 2009, 6:15, Northeast Airfield, Generous. Piotr, this is Colonel Zeldak of the Russian Special Forces. Volna, vat kratki absor vashi misi. We are sending three teams to Porto. Some people call it Pirate Bay. Each team will have different code name: Serbia, Belgium, and Denmark. You will command Team Denmark and will be tasked with destroying a radio communications tower. After that, you will support Serbia and Belgium in their assault. One more item. I thought it fitting to give you team patch. Simba Paratov. Bolshoi, I like it. Das ist klar. Udachi, Commander. Udachi, Colonel. Ja, Spasiba wollte ich sagen. Pirates of Porto. Help destroy a ring of smugglers and pirates on the island of Generous. Oder Porto, natürlich nicht Generous. You were hired to hit a pirate base on the island of Porto near the Gulf of Aden. The pirates recently ransacked a Russian freighter. International law prevents Russia from hiding the pirates directly. Where were mercenary coming? Denmark. Serbia. Und Belgium. Sieht interessant aus. Also ich muss zuerst diesen Turm zerstören, den Radio Tower. Und dann muss ich den Typen helfen, die Typen zu besiegen. Und die Ostküste ist der Exfiltrationspunkt. Südosten. Geht klar. You will be divided into three teams: Serbia, Denmark, Belgium. Team Serbia will land north on the coast and proceed inland a ways. Team Denmark will halt. The Team Belgium will land on the south coast just east of the light. House. Team Denmark will land on the western end of a tiny adjacent island that has pirate radio communication towers. Genau. Genau, die landen hier als Roger, ja. Team Belgium Serbia will hold position while Team Denmark takes down the communication tower. This will cut off communication for any possible reinforcements. Once complete, Team Belgium and Serbia will proceed to their objectives. Team Denmark provide backup to Belgium. Also dann hier rüber und südlich halten. An der Küste entlang Richtung Hafen. Dort haben die ihr Ziel und ich muss sie unterstützen.
intel. The pirates are a somewhat disorganized bunch of untrained soldiers. They proceed poses a couple of technicals, but otherwise you will be facing foot soldiers only. Expect civilian to be present. A storm is moving from the north. Use couchen. Vom Norden her kommt ein Sturm, okay. Alles klar. You can push your boat forward or backward if it gets stuck, but try not to lose it. Ja klar, ich lande hier, ich brauch's aber dann, um weiterzufahren. Okay. Und dreimal die Null drücken für Speichern. Vier-Mann-Team. Kampfboot. Team behalten, AI-Commands. Normally, I disable unit behavior on all missions. This means that unit will not automatically switch to combat mode when engaging the enemy. Why would I do this? Because AI tend to get stuck in combat mode, and that means they take a lot longer to follow the player around. Glückwunsch, sehr gut gemacht. You should be familiar with the behavior commands as a team leader. Ja, ja, ist klar. Krieg ich hin. Kein Problem. Polina. High school friend of Peter and Jankim that became romantically involved with Peter in 2008 and shared an apartment in Beresino. Wo ist sie denn hier? Natalia Maslova hieß die. Russian GRU agent that hired Peter for black op mission and serves as his handler. Echt cool gemacht. Das ist sogar markiert. Okay, das mach ich aber gleich mal. Stealth. Und nicht schießen. Boot Inventory for Explosives. Okay, okay. Ja, ja, bleib cool. Ich glaube, hier ist es besser, wir machen das. Wird sich nicht leichter machen lassen, ist zu klein dafür. Peter, pull over. I'm going to be sick. Willst du mich verarschen? Keep eyes on boat, Anatoly. Do not look at horizon. Hey, ich dachte, ihr seid Spezialisten.
Das sieht sogar gut aus. Immer wieder wechseln. Все, тихо. Все, слезай. Выполняй. Готов. Четвертый, готов действовать. Третий, готов. Прикрой меня. Иду. Feuer einstellen. Двигай. Все, прекратить огонь. Двигай. Выдвигайся. В каре. Уже выдвигаемся. Ладно, пошли. Все, назад. Замечен противник. Солдат. Юго-восток. 50 метров. Прием. Я блядь, вражеский солдат. 100 метров. Впереди. Вижу цель. Солдат. Направление 50 метров. Прием. Вижу цель. Котя, смотри, что направление 50 метров. Прием. Противник. Вижу вражеского стрелка. 100 метров. Впереди. Вижу цель. Scheiße, bleib cool. Oh Gott, ich stell mich an wie der erste Mohikaner. Linie bilden. В шеренгу. Und die Schalldämpfer? Иди, я тебя прикрою. Иди, я прикрою. Da sind sie das sind Mündungsbrecher, das sind keine Schalldämpfer. Ich bin der Einzige, der Schalldämpfer hat. Иду. Иду. Иди, я прикрою. Я прикрою. Прикрой меня. Готов открыть огонь. Вижу цель. Ракетометчик. Направление 50 метров. Прием. Иди, я тебя прикрою. Иди, я прикрою. Вижу цель, солдат. Направление 50 метров. Прием. Замечен противник. Ракетометчик. Юго-восток. 50 метров. Прием. Прикрой меня. Двигай. Готов открыть. Окей, фойер фрай. Прием. Второй, третий. Открыть огонь. Четвертый. Убит. Ein Geistesgang hat schon erwischt. Ich hätte die Typen im Boot lassen sollen. Ich hätte die Typen im Boot lassen sollen. Er ist einfach vorgerannt wie ein wildgewordener Schimpanse. Hier bleibt cool. Karre. Bleibt in Formation. Все, движение на юг. Вижу цель, корабль. Направление 200 метров. Прием. Не могу выполнить приказ. Окей. Alles sicher, einen so einen netten Mann verloren. Den Turm muss ich sprengen. Schauen, ob das reicht. Все, вернись в строй. Los, 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 kommt. Все, движение на запад.
Los, 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 kommt! Gattung! Hallo, Zündung! Okay, das war super. This is Denmark. The tower is down. Repeat. The tower is down. Over. Все. Садись в корабль. Team Serbia Group is over. Все. Вольно. Na, was ist?